Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of Industry. So, wo waren wir denn beim letzten Mal? Boah, ist jetzt natürlich jetzt die zweite Folge erst, aber wir haben schon ein bisschen was geschafft. Schau mal, wir haben da ein bisschen Plus. Ach, geil. Geil. Das Imperium wächst. Naja, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber es wird schon langsam. Wir haben jetzt... Ich habe jetzt hier erstmal die Crop Farms hier verbessert und als nächsten Step sollte ich dann vielleicht auch noch die Livestock Farms verbessern, dass wir da auch gleich nochmal ein bisschen mehr produzieren. Nehmen wir gleich mal mit, die kostet halt natürlich ein bisschen was, diese Forschung. Und dann schauen wir doch mal, was mag denn diese Stadt hier, Welkershausen, noch? Kann man die eigentlich umbenennen? Schau mal, da ist so ein komisches T, warum auch immer. Aber ich kann da nichts machen. Sehr merkwürdig. Okay, ist egal. So, was kann man hier noch verkaufen? Natürlich Hühnchen. Hühnchen, okay. Und Baumwolle. Hühnchen. Ah, oder? Ja, noch besser, Schaf. Schaf, weil ein Schaf produziert natürlich Fleisch und Wolle, also sollten wir vielleicht als nächstes die Schafe erforschen. Das hat ja noch mehr Vorteile für uns, ich zeige es euch gleich. Und zwar kann man das Headquarter auch verbessern. Zwar nicht ganz auf dem Weg, wie ich es mir vorstellen würde, wie ich es gemacht hätte, aber ist egal. Und zwar muss man Forschungen machen, hier zum Beispiel 8 Forschungen in der Rural Spezialisierung. Und dann kann man dieses Headquarter Model hier freischalten und dann geht es hier weiter mit der leichten Industrie. 8, 10, dann hier wieder 18. Achso, das ist hier Heavy Industry, also von oben nach unten geht es so ein bisschen durch. Da kann man sich quasi so entscheiden, was bin ich denn? Bin ich mehr der für die starke Industrie oder bin ich eher der fürs ländliche? Kann man ein bisschen gucken. Ich meine, klar, nachdem wir hier in einer Heavy Industrial City sind, also unsere Stadt halt eher so den Schwerpunkt auf schwere Industrie hat, wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir auch hier stärker in die schwere Industrie einsteigen. Aber alles fängt mal klein an und natürlich kann man die schwere Industrie jetzt nicht von 0 auf 100 sofort fahren. Das ist viel Forschung notwendig, wenn wir da nochmal kurz einen Blick riskieren wollen. Und zwar hier, schwere Industrie, Glas. Was braucht Glas zum Beispiel? Glas braucht Kohle, braucht... Ah, hier, Sand. Okay, und dann kann ich erst hier weitermachen, aber... Das muss man dazu auch sagen, ich kann das hier nicht verkaufen. Das bringt mir nichts. Ich könnte jetzt hier nur die Kohle und den Sand verkaufen. Aber wenn wir uns auch mal die Preise anschauen... Für Kohle 5,2 und für Sand 3,7k. Das ist nicht viel, verglichen hier mit der Wolle, die einfach mal 32k bringt oder die Baumwolle noch mit 15k oder jetzt kommt es eigentlich noch hier der Farmers Market, da das Fleisch 52k, also warum soll ich denn bitte auf Kohle oder Sand umsteigen oder mich spezialisieren, das hat ja nun gar keinen Wert, oder? Verstehe ich das falsch? Naja, ist egal. Jetzt schauen wir einfach mal weiter. Wir wollen ja unsere Stadt verbessern. Wir sind mittlerweile bei 48.000 Einwohnern. Es wächst ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich bin hier von solchen Dingen nicht sehr begeistert. Tatsächlich, weil das schaut wirklich hässlich aus. Ich würde mir wünschen, dass da nochmal ein bisschen gefeilt wird an der KI, weil das schaut halt echt super hässlich aus. Das zerstört das Stadtbild schon ein bisschen. Vor allem, wenn das dann jetzt öfters passiert. Ich meine, wir haben es hier. Okay, hier, das ist noch okay, würde ich sagen. Das kann ich noch verstehen. Das hier. Aber hier zum Beispiel auch wieder. Das schaut super schlecht aus. Sorry, muss ich so sagen. Aber schaut mal, wir haben hier eine Feuerwehr. Das ist cool, dass man auch an sowas denkt. Nicht einfach nur Häuser hinknallt. Nein, man knallt hier auch mal eine Feuerwehr hin. Es gibt auch Gasoline Stations, also Tankstellen gibt es auch. Habe ich auch schon gesehen. Das macht es eigentlich wieder schöner. Das zeigt so ein bisschen die Liebe zum Detail. Natürlich auch ein bisschen so unterschiedliche Gebäude, die irgendwie ja doch gut zusammenpassen. Hier zum Beispiel, das finde ich sehr schön mit dem
Ja, gut, das ist das Bild, da kann ich nicht rein zeigen, aber es sieht einfach so aus, als wäre da ein Hof drin und das finde ich schon wieder sehr schön. Das gefällt mir. So, na gut, machen wir hier weiter. Wie läuft es denn bei uns hier? Schau mal, wir haben ja hier Production Overview. Jetzt schauen wir mal unsere Farms hier an. Von der Effizienz her, ja. Die Crop Farms sind nicht so effizient und die Livestock, das geht schon, aber die Crop Farms sind am schlimmsten. Haben wir denn vielleicht nicht genügend Wasser? Ja, vielleicht müssen wir da mal noch ein bisschen aufstocken. Dann dürfte das vielleicht doch zu wenig sein. Dann schauen wir mal, machen wir doch hier mal ein bisschen Terraforming. Ja, tun wir das hier mal ein bisschen nach unten. Das hier auch so. Ah, wunderschön. Wunderschön. Oh, Mist, das war... Okay, das war jetzt dann doch zu viel. So, jetzt haben wir es aber. So, hier nochmal so... Oder das schaut doch jetzt schon viel schöner aus. Wir müssen mal schauen. Ich könnte eigentlich auch noch was für die Sammler erforschen. Oh, das schaut aber nicht so schön aus hier. Das hätte ich gern schöner. Schauen wir mal. Ja, so ist, glaube ich, ganz annehmbar. Da können wir bestimmt den einen oder anderen Sammler irgendwo noch platzieren. Hier einen vielleicht noch und da den zweiten. Müssen wir mal schauen. Das kriegen wir auch noch hin. Aber ich muss jetzt hier trotzdem irgendwo nochmal was hinstellen. Das ist sonst zu wenig erstmal. Da braucht man wirklich mal das Upgrade. Aber das dauert noch ein bisschen, weil wir gerade noch bei den Livestock Fields sind. Dass wir die noch upgraden. Machen wir den See hier noch ein bisschen hübscher, schöner. So. Gatorers. Und dann brauchen wir jetzt hier wieder unseren wundervollen... Water Siphon oder Siphon. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also wenn ihr das wisst, lasst es mich ruhig wissen, wie man das ausspricht. Das würde mich freuen. So, das verbinden wir jetzt hier so schön miteinander. Cool. Nee, freut mich. Das läuft hier doch schon mal ganz, ganz, ganz gut. So, jetzt läuft es interessanterweise mit dem Wasser auch gerade ein bisschen gut hier. Schon mal ein Construction Alert. Ah, genau. Da muss man nämlich auch höllisch aufpassen. Einfach nur eine Straße hier hin zu tun, bedeutet nicht, dass das verbunden ist. Nein, da muss man dann erst hier die zusammenziehen, zueinander ziehen. Erst dann sind sie verbunden. So, ach, herrlich. Was braucht denn ein Schaf? Schauen wir nochmal. Oh, halt, das ist falsch. So, hier, ein Schaf braucht zwei Weizen und ein Wasser. Damit kann ich doch schon dienen, denke ich. Ich muss jetzt nur echt schauen mit den Warenhausradius. Das wird jetzt schon ein bisschen eng, sodass ich vielleicht fast überlegen muss, ein zweites Warenhaus hier irgendwo hinzuhauen. Um den Radius zu vergrößern. Man kann es auch erforschen, tatsächlich, dass der Radius größer wird. Das geht auch. Jetzt hier da vielleicht einen Crop Farm. Ja, das müsste eigentlich gehen. Okay, schaffen wir mal. Das Schöne ist, der Radius bleibt jetzt hier sichtbar. Dann kann man das ein bisschen planen. Dann versuche ich das jetzt hier mal so gut wie möglich auszureizen. Kann man nämlich hier ja auch wunderschön machen. Es muss ja nur das Hauptgebäude im Radius sein, nicht die Anbauflächen. So, machen wir hier, das schieben wir noch nach oben. So, und jetzt herrscht er hier schon, ja, da ist jetzt schon richtig Verkehr hier auf der Strecke. Also nicht auf der Strecke, aber hier, ja doch ein bisschen schon, Strecke kann man schon sagen, aber hier einfach so auf dem Stückchen ist unheimlich viel los jetzt. Gerade jetzt auch nochmal, dadurch, dass wir hier da nochmal Wasser hingestellt haben und hier nochmal eine Farm. So, die Livestock Fields müssten doch jetzt auch bald soweit sein. Aber wir müssen jetzt schon aufpassen, wieder das mit dem Einkommen, das läuft gerade wieder nicht ganz so rund.
Mal schauen. Ich werde mein Zeug aber auf jeden Fall alles los. Da muss ich jetzt mal gucken, dass das besser wird, ne? Weil ich meine, wie schaut es mit der Effizienz aus? 30% im letzten Monat für die Crop Farm hier oder da 40. Oh, das ist aber ziemlich schlecht. Auch die hier nur 75, 78%. Wie sieht's mit den Livestocks dann aus? Okay, 100 und 100. Okay, die schauen gut aus, nur die Crop Farms, die schauen nicht so toll aus. Ah, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht tatsächlich, aber das liegt bestimmt an dem Wasser. Muss ich mal überlegen, was wir da noch machen können. Hier, wenn wir da mal reinschauen. Gut, wir könnten natürlich... Achso, nee, das ist was anderes. Nee, können wir ehrlich gesagt nicht viel machen. Oh, was geht? Livestock Farms sind 25% billiger geworden in dem beim Aufbau. Das ist jetzt blöd, dass ich nur keine bauen will. Ich will gerade eigentlich keine bauen. Ah, wobei... So eine Schaf-Livestock wäre doch schon mal was. Wollen wir das hier hinbauen? Schaffen wir mal. Wenn das schon billiger ist, komm, das müssen wir doch mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. So 3, 4, 5. Wenn wir jetzt hier 1, 2. Dann machen wir jetzt da die 3 hin. Ah, ich kann jetzt schon 5, weil die Forschung gerade durchgegangen ist. Okay. Okay, Moment, habe ich gleich. Habe ich gleich. So. Dann hier wieder Add Fields. Super. So, dasselbe machen wir hier auch. Achso, warte, ich muss das hier noch rasch umstellen. Oh nee, habe ich doch nicht. Habe ich. Ah, wird gerade erst erforscht. Okay, also jetzt machen wir da rasch doch nochmal eine Runde Kühe. Sorry, mein Fehler. Da habe ich jetzt irgendwie den R&D-Alert falsch interpretiert. Was wollte ich machen? Genau, hier. Food. Food. Was kann man noch? Hähnchen. Wäre ja auch noch was, was die hier gerne hätten. Nur Eier nicht. Das heißt, Eier würden wir umsonst produzieren. Dann würde ich vielleicht sogar eher überlegen, auf Vegetables, Orange oder Potatoes zu gehen. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn so an... Forschungsmöglichkeiten noch, das ist dann hier oben. Vegetables hier, daraus könnten wir Suppe machen. In der Preservation Factory, okay. Oder Kartoffeln. Ist egal, braucht alles nur Wasser hier oben. Ha, aus Kartoffeln könnten wir irgendwann Schnaps machen. Also Wodka, glaube ich. Wäre eine Idee für einen weiteren Shop. Bei so 100.000 Einwohnern, da bekommen wir dann einen neuen Shop. Und das kommt jetzt auf Arten. Also es ist nicht immer derselbe Shop, den man hat. Es kann ein Alkohol-Shop, ein Liquor-Shop sein. Es kann aber auch was für die Möbel sein. So, hier stelle ich jetzt um auf Schafe. Jawohl. So, machen wir jetzt hier Schafe klar. Da muss man tatsächlich ein bisschen schauen, was wir da noch dann rausholen können. So, jetzt haben wir hier jetzt doch schon ein bisschen mehr Ressourcen plötzlich zum Transportieren. Da gibt es jetzt eine tolle Forschung und die kommen wir jetzt aber wahrscheinlich auch wieder nicht sofort ran. Und zwar hier Logistics. Nein. Hier, genau. Dass wir jetzt dem Destination 3 weitere Slots hinzufügen können vom Warenhaus, okay? Nicht von dem Truck Depot, dafür gibt es hier nochmal die Forschung, sondern vom Warenhaus. Die würde ich jetzt ganz gerne mitnehmen, damit ich hier meine weiteren Ressourcen wegbringen kann. Schau, da haben wir schon Wolle liegen und auch Matten. Das muss auch abtransportiert werden. Das will auch abtransportiert werden. So, dann machen wir jetzt, sagen wir jetzt auch schon mal Farmers Market, dass das Zeug davon auch schon mal rauskommt. Und dann sollten wir vielleicht auch mal endlich die Straßen verbessern, damit wir ein bisschen schneller zumindest sind auf der Strecke. Das wäre auch schon mal eine wunderbare Idee. So, hier könnten wir Highways erforschen und hier dann die Brücken, aber Brücken, das brauchen wir gerade eigentlich gar nicht.
Und ich sehe gerade, im letzten Monat haben wir einen super Plus gemacht. Sehr schön. Von 123.000. Das ist doch schon mal was. Die Livestock-Farben hier nur eine Effizienz von 38%. Oh, das ist schlecht. Da wird auch nur ein Feld momentan angegangen. Es scheitert an... Was brauchen wir denn hier? An Getreide natürlich irgendwie. Scheitert weiterhin an Getreide. Und die Effizienz ist weiterhin nicht gut von meinen Getreidelagern hier. Von meinen Getreidefarmen, ja, da 41, 41, 89, das ist nicht gut, das ist zu wenig. Da muss mehr gehen. Die Frage ist, wie mache ich mehr? Ich müsste jetzt mehr Wasser anbieten eigentlich. Wo ich da schon Wasser habe. Es wird aber schon fleißig abgeholt, das Wasser, also von dem her... Schwer zu sagen, ob es das ist, aber irgendwas muss ich machen, weil Wasser, das ist echt ein Problem. Da könnten wir jetzt tatsächlich eigentlich nochmal hier ein bisschen was forschen. Damit wir das nochmal ein bisschen verbessern könnten. Lassen wir mal die Straße weg und dann schauen wir hier nochmal rein. Und zwar das hier. Muss ich jetzt nur erst einmal den Gator Storage erforschen, dass die mehr lagern können. Und dann hier die Coastal Harvester, also die Küstensammler, verbessern, damit ich da zwei weitere, dann kann ich endlich das Wasser auch verbessern. So, hier verkaufen wir jetzt noch die Wolle. So, die geht aber dann an den Hardware Store zum ersten Mal. Ja, das ist echt das Wasser, was hier so Probleme macht. Aber ich habe eine Idee. Warte mal, können das um 1, 2, 3... Also es gibt eine Forschung um 5 Kästen, dass man das erweitern kann. Den Radius vom Warenhaus. Das wäre hier 1, 2, 3, 4, 5. Würde bis hierhin gehen. Ist nicht viel. Dann bauen wir doch einfach mal ein zweites Warenhaus hin. Und zwar, ja, ich würde es wahrscheinlich auch eher hier oben. Da können wir dann lauter Wasser oder Fische noch hin tun. Und die Crop Farms hier, die könnten sich das, die könnten sich selbst bedienen ein bisschen an dem Lager, wo auch nochmal Wasser wäre. Dasselbe würde auch für die Livestock Farm hier gelten. Und dann bauen wir hier nochmal die eine oder andere Farm hin, oder? Ja, komm, so machen wir das. Das hört sich doch nach einem wunderbaren Plan an. Ah, genau, die haben schon gleich geschrien, dass sie das Warenhaus nicht erreichen, weil das hier ist ja das nächstgelegene Warenhaus. So, da kommt jetzt die Leder und das und die Milch hin. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das, okay. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Das ist echt ein bisschen doof jetzt an der Stelle, aber okay. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das Zeug dann nach oben bringe. Nicht nach oben, sondern in die Stadt bringe, so. Aber gut, jetzt machen wir erstmal Wasser. Dafür haben wir das Ding hier eigentlich hier angefangen. Damit wir an Wasser rankommen. Ja gut, ich könnte natürlich sagen, bringen alles von dem Warenhaus in dieses Warenhaus. Und dieses Warenhaus müsste dann aber die Ware zum Truck Depot bringen. Ja, das könnten wir probieren. Dann arbeiten wir jetzt doch mit Truck Depots. So, hier eins und dann hier noch eins. Dann machen wir hier am Anfang der Stadt hin. Da, wo das hier eh schon total komisch ausschaut, da vorne. So, Storage ist voll, das weiß ich. So, und jetzt wird es eigentlich spannend. Jetzt machen wir mal hier. Jetzt legen wir mal so eine Trade-Route fest. Also so eine Handelsroute vom Depot 1 zum Depot 2. Und ihr transportiert mir ganz viel Beef. Oder warte mal, ich könnte auch sagen,
Milch, Matten und Baumwolle. Das ist ja noch intelligenter. Warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Und dann kann man hier gleich dann sagen, wie viele Flotten man da zuordnen will. Das funktioniert jetzt auch gleich alles schon mal ganz gut. Wir müssen hier erstmal noch leider was anderes erforschen. Und zwar das hier, Destination Slots auch für die Truck Depots. Das ist jetzt schon ein bisschen teurer mit 1,8 Millionen, aber es ist eine lohnende Investition hier da. Das wird schon mal immer voller hier. Milch und Beef landet hier da schon fleißig drin. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das machen. Puh. Schauen wir mal, würde ich das jetzt nämlich ändern auf Depot 1. Depot 1. Depot 1. Und Depot 1. Okay, jetzt geht alles ans Depot 1. Dasselbe machen wir hier jetzt auch. Das Beef geht an Depot 1. Oder ich könnte es auch theoretisch ans Warenlager immer alles schicken, aber das ist da auch doof. So, aber eben hier kein Beef, sondern die Milch. Hier die, das Lammding, das geht auch an Depot 1. Und zu guter Letzt noch die Wolle, die geht auch ans Depot 1. Puh, wow, okay, jetzt dürfte das mal langsam voll sein. Die Truckroute läuft auch schon. Das sieht man jetzt nämlich hier. Der fährt schon fleißig. Jetzt muss ich mich nur beeilen. Das Lager hier wird jetzt gefüllt. Jetzt muss ich dem Truckdepot wiederum sagen, das Beef muss in die Stadt gebracht werden zum Farmers Market oder zum Hardware Store. So, und darum habe ich jetzt gerade noch die eine Forschung angeschmissen, weil wie ihr seht, bin ich jetzt voll. Das heißt, die Wolle würde jetzt volllaufen. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen hier auf die Tube drücken bei der Forschung. Dass es ein bisschen schneller geht. Von 450 auf 180 Tage jetzt runter reduziert. Das heißt, ich muss jetzt aber ein bisschen mehr Kohle monatlich investieren. Und dann müsste ich hier echt ein Päuschen machen mal. Weil mir das sonst zu teuer wird irgendwann. Gut, ich habe jetzt nochmal ein schönes Plus gemacht. Hier, 93.000 im letzten Monat, aber das reicht nicht. So, da fährt meine schöne Flotte hin und her. Aber ich glaube, ich kann das hier gleich mal erhöhen auf 2 Flotten für diese Route. So, jetzt fährt hier eine Flotte. Und hier fährt die nächste, nur leider wirklich sehr nah ineinander verschachtelt. Das finde ich ein bisschen schade. Da hoffe ich, dass da zukünftig sich noch was ändert dran, weil das finde ich echt ein bisschen schade. Gut, jetzt hat sich das so ein bisschen auseinandergezogen, aber trotzdem. Das ist so ein kleiner Makel, wie ich finde. So, und jetzt schauen wir mal. Das dauert jetzt leider ein bisschen, bis wir die Destination-Slots da oben voll kriegen. Die Forschung, aber immerhin, es wird schon ein bisschen was abtransportiert, ist auch rege gefüllt hier, 12, 12 und 16, klar, die Wolle, die wird noch nicht abtransportiert, da staut sich also schon noch eine Weile, so, und warum fährt jetzt da keiner mehr, warum fährt da keiner mehr, ah, jetzt fahren sie wieder, ah, stimmt, die warten ja immer, glaube ich, auf volle Ladung. Volle Beladung, so muss man sagen. Die fahren also immer nur dann los, wenn sie voll beladen sind. So habe ich das jetzt verstanden. Da steht es auch hier, 6 von 8 Produkten verfügbar. Und immer wenn das hier voll ist, erst dann fahren die wohl weiter. Können wir gleich mal schauen. 6 von 8, 7 von 8. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis da was Neues kommt. So, jetzt 8 von 8 und schon ist die Flotte wieder unterwegs. Und ich denke, es wird immer am hier am Matten scheitern. Da könnte man vielleicht mal ein bisschen was drehen. Wobei die Effizienz 72% lässt sich noch steigern. 60% für den Livestock und 79% für diesen hier. Wie schaut es bei den Crop-Farmern aus? 42... 95, ja, das schaut schon gut aus, in 79, also es wird langsam mit dem Wasser, glaube ich. Wir können hier übrigens die hier
gleich noch ein bisschen aufstocken. So, warte mal, jetzt machen wir erstmal den hier. Weil der ist am weitesten entfernt. So, dann der hier. Und dann der hier noch. So. Jetzt müsste das Wasser, glaube ich, auch wieder deutlich besser funktionieren. Das wird noch verbunden. Und das hier. So, perfekt. Jetzt sollte das mit dem Wasser doch weniger Probleme bereiten. Das heißt, unsere Effizienz sollte jetzt auch deutlich besser sein. Von unseren Harvestern. Und ich mache jetzt hier, glaube ich, echt mal die Straße. Erforsche ich jetzt mal. Auch wenn ich gesagt habe, ich will nichts mehr ausgeben, aber die Straße brauche ich jetzt doch mal, weil dann ist es hier oben alles ein bisschen schneller. Steht leider nicht dran, um wie viel schneller das Ganze wird, aber es wird auf jeden Fall schneller und das ist doch die Hauptsache. Das ist hier auch schon echt ganz schön vollgepackt hier. Mal schauen, das könnte mir irgendwann noch zum Verhängnis werden, wobei das ist ja wiederum eine Schöne, dadurch, dass sie nichts decken, kann es eigentlich auch erstmal, so wie ich das sehe, zu keinem größeren Verkehrsinfarkt führen, weil die stacken einfach, die fahren übereinander, ineinander, das gibt also keine Probleme, das heißt, erst wenn sie das mal fixen, das Problem, oder weiß ja nicht, ob es ein Bug ist für die, in meinen Augen ist es einer, aber ob es für die ist, kann ich nicht sagen, werden, ja, dann werden sie das mal fixen und dann werde ich mal richtig Probleme haben, glaube ich. Ich glaube, dann wird es richtig problematisch. Dann werde ich wohl alles abreißen müssen, wahrscheinlich, und wieder komplett neu bauen müssen. Aber gut. Man sucht ja die Herausforderungen immer, ne? So, jetzt machen wir hier mal gleich mal eine schöne Straße draus. Hier auch, das ist ja eh viel befahren. Können wir hier noch was machen? Und hier da einfach mal bis hier zu diesem Warenhaus durch. Das ist jetzt hier einfach mal Straße. Die Seitenstraßen, die sind erstmal, die können wir so lassen. So viel ist da jetzt auch noch nicht los. Aber mit dem Leder muss ich noch irgendwas anfangen. Ich hoffe, irgendwann kommt ein Shop, der Leder möchte. Ah, übrigens, wir sind jetzt schon weitergekommen. Hier, Farmers Market haben wir ja schon gehabt, den Hardware Store, und jetzt ist unsere Stadt auf über 117.000 Einwohner angewachsen und damit haben wir jetzt hier einen Construction Shop. Und jawohl, der verkauft Leder. Geil. Dann werde ich das Zeug ja auch noch los. Genauso wie die Wolle übrigens. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. So, dann das Leder. Das hier ist übrigens der einzigste Construction Shop auf dieser Karte. Es gibt keinen anderen, weil hier wird auch kein anderer aufgelistet. Damit ist das hier wirklich der einzigste Construction Shop, den wir besitzen. So, hier auch wieder Leder. Truck Depot 1 und auf geht's. Dasselbe auch für hier. Ich denke, irgendwann werde ich die Route hier auch nochmal ändern und dann zu einem anderen Truck Depot umleiten, das mehr da drüben ist. Das würde den Verkehr auch ein bisschen beruhigen. Und jetzt brauche ich eine neue Trade Route. So, Trucks Depot 1 zu Depot 2 und ich hätte gern, dass du mir Leder erstmal transportierst, sonst nichts, okay? Einfach nur Leder. Da könnten wir auch gern, ja, eine Route reicht erstmal. Wobei, machen wir zwei, wir haben eine Menge Leder angespart. So, hier, das ist unser, nee, wo ist denn der hier? Ah, schau mal, da ist er ja. Das hier ist unser Leder, Transport, und die Flotte akzeptiert nur eine Ware hier. Eine Ware bedeutet nur ein Truck im Einsatz, mehr nicht. Oh, schau mal, der Umsatz, der geht ja gleich richtig durch die Decke jetzt plötzlich. Da 1 Million haben wir letzten Monat eingenommen, nur durch den Verkauf von Produkten. Gut, anders könnten wir eh kein Geld hier machen. Das ist auch klar. So, ah, sehr schön. Dann können wir jetzt überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir brauchen nur 7 Forschungen im ländlichen, in der ländlichen Spezialisierung, bevor wir uns irgendein neues Model zulegen können. Ha. Oder wir schauen, dass wir hier weitermachen.
Ah, ich weiß gerade nicht, wie. Destination Slots. Ah, okay, für die Farmen könnte man das noch machen. Wie schaut es beim Logistikzweig aus? Ja, gut, den kann man auch erstmal so lassen. Ah, hier, das wäre vielleicht eine Idee. Truck Capacity. Ich denke, dann werden die Trucks nochmal mehr transportiert. Beziehungsweise wir bekommen einen weiteren Truck. Wir können dann 5 Trucks machen, statt 4. Das wäre auch eine Idee. Und der Advanced Distribution, da kommt dann der Zug, Zeppelin oder Schiff ins Spiel. Aber ich denke, dafür, gerade für den Zug, ist es auf jeden Fall noch zu früh. Schauen wir mal, was wir so erforschen können oder was wir jetzt brauchen. Der Construction Shop zum Beispiel hätte gern Refined Öl. Öl kriegen wir aus der Petrochemical Plant. Das müssen wir also erforschen. Aber Öl, das ist auch wieder so witzig. Öl ist billiger als Leder. Warum gibt es denn das? Okay, zurzeit ist es ja ganz günstig bei uns hier zu tanken und so weiter. Aber trotzdem, das ist schon sehr komisch irgendwie. So, was haben wir noch? Eisenerz, Wooden Planks oder Chemicals. Da bräuchten wir Gas. Okay, irgendwie nicht so besonders hier. Was wir da noch so verkaufen können. Wir könnten Baumwolle vielleicht verkaufen. Das wäre noch eine Idee. So, warum bist du voll? Ach ja, Leder, gut, das kriegst du natürlich schwer los. Da sollten wir vielleicht mal die Flotte erstmal ein bisschen... Habe ich eigentlich schon. Und dann lassen wir mal 2 Trucks pro Flotte los. Das sind jetzt so viele unterwegs. 2, 4, 6, 8. Okay. Und die anderen 2 kommen auch noch, oder? Super. Ja, jetzt geht doch ein bisschen was, aber... Das ist Beef, das... Ach, das ist hier Leder. Was ist das dann? Auch Leder. Achso, stimmt. Ich habe ja 2 Flotten zu je 2 LKWs. Genau, jetzt habe ich es wieder. Das Fractal Pro, das wird nicht leerer. Das mit dem Leder, das macht den schon zu schaffen. Und auch hier Beef und Milch ist auch krass. So wie die Wolle, das ist auch heftig. Hätte ich gar nicht gedacht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht sollten wir da die Flotte erhöhen und nochmal eine Schaffarm errichten, oder? Was meint ihr? Machen wir nochmal eine Schaffarm? Wie schaut es denn mit der Effizienz aus? 100, 99, 100, ja, dann doch auf jeden Fall. Also bei 100, da kann man doch nichts verkehrt machen. Bei 100 machen wir nichts verkehrt. Ich überlege nur jetzt gerade, wo wir das noch hinbauen können. Livestock, so. Wird man das jetzt hier machen? Ja, machen wir das doch mal hier so. Puh. Also da geht noch was. Jetzt ist Anno Style. Jetzt muss man nämlich schauen, wie man das am besten platziert, um so viel wie möglich unterzubringen. Das ist absolut der Anno Style. So, warte mal. Ich möchte immer noch Schafe hier haben. Jawohl. So, jetzt geht das hier auch. Und damit denke ich, ist das hier zu Ende. Wenn ich da noch was werde, muss ich jetzt da drum rumbauen. So, komm. Aber dann gönnen wir jetzt da hier auch einfach mal die Straße hier und da meinetwegen auch. Komm, wir bauen jetzt da doch einfach mal über eine Straße hin. Dann sind die auch zufrieden, dann geht alles ein bisschen schneller. Hier noch. So, und da oben noch. Perfekt. Jetzt haben wir alles mit Straßen ausgelegt und, oh mein Gott, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon wieder über der Zeit, hey, mit euch und auch gerade mit dem Spiel, da vergeht die Zeit ja echt wie im Flug. Das ist ja der Wahnsinn. Interessant, dass wir gerade das Leder nicht mehr loswerden. Kann es sein, dass der Store ein bisschen voll ist? Ja, das sehen wir schon.
100 Einheiten. Pro Tag verbraten wir hier gerade mal eine Einheit. Pro 15 Tage, ne? Also, da muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht das Leder in eine andere Stadt verkaufen. Das wäre mal eine Idee. Aber das Problem ist, wir sind ja hier der einzigste Laden, die einzigste Stadt, die einen Construction Goods Shop überhaupt besitzt. Ha, da muss ich mir also noch was einfallen lassen, wie ich da mit dem Leder umgehe. Aber wer weiß, vielleicht, ja, wir sollten vielleicht wirklich mal schauen, dass wir demnächst mal auswandern in eine andere City. Entweder nach Heressen, Perich wäre auch noch eine Idee, oder nach Volkertsweiler. Das ist ja auch noch eine sehr kleine und süße Stadt, die, da könnten wir mal ein bisschen schauen, dass die ein bisschen den Aufwind erfährt. Die zum Beispiel, die mögen Beef. Die mögen Beef, die mögen Fisch, die mögen Hühnchen und Eier. Das wäre allerdings auch eine super Idee. Und Wolle mögen die auch ganz gerne. Okay, also da schaue ich jetzt mal. Jetzt muss ich erstmal logistische Probleme hier lösen. Und zwar, das Lager hier ist voll. Ach, das glaube ich gerne, weil ihr die Rohstoffe nicht loswerdet. Eieiei, da muss ich jetzt echt mal schauen beim nächsten Mal. Da werden wir, also in der nächsten Folge hierfür müssen wir unbedingt ein Problem finden. Und ich denke, das werden wir daran finden, indem wir mal jetzt in eine andere Stadt gehen. Also muss ich noch schauen, welche Stadt dann. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir gerne einen Kommentar, Abo oder Like da. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann einfach hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Rise of Empire. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer ihr gerade das Video anschaut. Bis dann. Ciao.